Hallo und herzlich willkommen. Es ist tatsächlich mal wieder soweit nach einem Jahr und, oder? Keine Ahnung. Wann war die letzte Folge, Marc? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh. Ich kann mich nicht erinnern. Oh. Ich kenne das Spiel nicht mal mehr. Wie jetzt? Ups, was ist das denn eigentlich? Ja, das ist noch eine andere Seite, die bei mir offen ist. Nein, ich wollte nämlich mal schauen, wie lange ist es eigentlich her? Und währenddessen kannst du etwas erzählen. Das sind Videos, okay. Das sind nicht meine Videos. Stimmt, du bist nicht mal dabei. Wie kann das sein? Puh. Ach hier. Uploads. So, ich habe da extra einen Favoriten dafür. Bookmark. So. Moment. Bla 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 bla. Okay. Gehen wir mal auf Seite 3. Haben wir hier schon wieder Phoenix Wright? Nein, hier haben wir Pokémon. Ich frage mich gerade, hast du überhaupt die letzten Aufnahmen noch hochgeladen, weil die ja lange noch irgendwo schlummerten? Ich glaube ja, wenn nicht, dann werde ich das an den Kommentaren merken. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war in 2014. Und wer... Das kann doch nicht sein. Wir hatten, nachdem ich Pokémon aufgenommen habe, hatte ich nicht mehr... Hatten wir nicht... Ich war ein Bösewicht. Was? Nee, der hieß ja Default so. Ja, genau. So, dann haben wir hier... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wann das kann war nicht denn so lange her sein. Doch, doch. Ernsthaft? So, super. Ah, hier haben wir's. Let's play together. Part 72 könnte der letzte gewesen sein. Und es war, oh Gott, das ist schon fast anderthalb Jahre her. Krass. Gut, dann wird's langsam mal Zeit, dass wir weiterspielen, nicht wahr? Wie alt wir geworden sind, was so alles geschehen ist in der Zwischenzeit. Ja. Außerdem, Donald Trump ist Präsident geworden. Genau, Donald Trump ist Präsident. Also, weißt du... Der Welt. Was? Der Welt? Der Welt. Ich wollte gerade hier mit meinem Mauszeiger tatsächlich auf Fortsetzen klicken, das klappt nicht. wo ist eigentlich mein Stylus? Der ist nicht immer... Der Stylus. Der ist da nicht drin. Moment, ich hol mir einen neuen. Ja, manche Dinge ändern sich nicht. Auch nach all den Jahren nicht. Wobei das ja eigentlich... Hörst du mich überhaupt? Wobei das ja eigentlich mein Satz ist. Ha! Sehr schön. Wie bitte? Ich habe gesagt, das ist ja eigentlich mein Satz mit dem Stylus. Ja. Aber es freut mich, dass du ihn gefunden hast. Ja, irgendwo muss man ja einen herkriegen. Beziehungsweise ich habe gesorgt für Ersatz. Oder so. So, dann können wir ja fortsetzen jetzt. Nach 3 Minuten und 20. Du bist heute so überbelichtet. Nee. Nee, das war ich vorher. Vor der Aufnahme. Da war ich richtig überbelichtet. Aber für mich bist du immer noch transparent. Ja, ja. Stimmt schon. Du bist so leicht zu durchschauen. Ja. Das liegt aber auch alles daran, wie wir gerade hier, wie ich meinen Bildschirm übertrage. Und meinen Sound. Das ist ja schön, dass du den endlich auch hören kannst. Ohne Probleme. Richtig. Apropos Sound, wir haben heute dieses Mal keine Einspieler mit dabei. Weil es muss auch mal ohne gehen. Und das kostet immer so viel Zeit. Und da das so viel Zeit kostet, machen wir weiter. Okay. Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Stimmen waren. Fräulein Maya und ich liefen die ganze... durch die ganze Stadt, nein. Was? Das müsste Luke das sein. Ist das ist wahrscheinlich Luke, ne? Ja. Fräulein Maya und ich liefen durch die ganze Stadt, aber am Ende fanden wir Nora unbehalten. Wohlbehalten! Unbehalten? Ungehalten. Hexe. Ich hab, glaube ich, unversehrt im Kopf gehabt. Vor allem hier steht noch was drunter. Hexe tötet Alchemisten. Alchemisten. Das klingt böse. Ich erinnere mich nicht. Nein. Frau Becky wird sich so sehr freuen. Wir beschlossen, direkt zur Bäckerei zurückzukehren. Luke, Layton. Ich muss mich erstmal wieder ans Lesen gewöhnen. Ich habe das seit anderthalb Jahren nicht mehr gemacht. Lesen. Ja.
Ja, natürlich. Ich auch nicht. Ich habe mich auch von allem ferngehalten. Ich hoffe, Bücher, Internet, alles. Nur Bilder angeschaut. Oder Verpackungen von irgendwelchen Sachen, die man gerade so findet, wenn man auf dem Klo sitzt. So kenne ich das. Selbst sowas lese ich. Ja, aber die kann man ja auch nicht lesen. Nicht? Ja, ich darf ja nicht. Ich habe ja nicht. Achso, du durftest nicht. Ja, eben. Ja, das meine ich. Selbst das klappt nicht. So, zur Bäckerei zurückzukehren, genau. Doch bevor wir Nora auf dem Stadtplatz fanden, begegnen wir plötzlich Großinquisitorin Gloria. Wer ist nochmal Nora? War das nicht eine Katze? Könnte sein. Möchte ich die Katze auch meinen. Die Katze von, wie hieß denn das Mädchen überhaupt, um das es geht? Sophia? Sophia, der Narrateur, ja. Sophie, ich glaub, ohne A, Sophie. Ich glaube nur Sophie. Mhm. Ja. Sie erzählt uns von einem... Sie ist Morgana. Ach nein, Hexana. Vielleicht auch Veganer. Veganer, genau. Es war mal eine... Es war mal die böse Hexana. Die hatte einen Vater, Morgana. Mit ER hinten dran, weil es ein Mann ist. Morgana. Wie war denn das? Er war ziemlich reich, doch aß er kein Fleisch, denn insgeheim war er Veganer. Du solltest so ein Gedichtband veröffentlichen. Ja. Auch solche mit tollen Reimen, wo an jedem Ende immer das gleiche Wort steht. Ich habe da schon mal was zusammengedichtet, das wollte ich dir eigentlich mal vortragen, ich hab's noch nicht im Kopf. Da war nämlich wirklich am Ende jedes Mal das gleiche Wort, aber es hatte immer eine andere Bedeutung. Sein und Sein gibt's ja auch mit verschiedenen Bedeutungen. Einmal Seins und einmal Ist. Ja. Ja. Aber musst gut. Du mal suchen. Ich kann's mal... Weiter. Weiter. Ich hab doch noch nicht mal vorgelesen. Ach so, du hast gesagt weiter. Ja, im Sinne von ich lese mal weiter. Ach so. Dann lies mal das, was da unten steht, was wir machen sollen. Bewegen? Menü? Nee, das da drüber. Kehre zur Bäckerei zurück. Ja, sollen wir das jetzt machen? Wir haben hier bestimmt schon alles durchsucht, bevor wir gegangen sind. Wir haben nicht mal einen Besen. Wir haben keinen Besen? Mhm. Warum? Um zur Bäckerei zurückzukehren. Bis dahin, oh mein Gott. Da brauchst du aber mehrmals mehr die Bäckerei. Das ist richtig. Ja. So, die Bäckerei ist wahrscheinlich irgendwo da. Ja. Wo der Pfeil ist. Wollen wir da gleich hin? Ja. Warum? Ja, wir haben im Zweifel eh schon alles abgesucht, schon fünfmal. Na. Und wenn wir Rätsel vergessen haben, dann... Mach mal so am Schluss. Na, huchala. Wer ist denn das Kätzchen? Das hat länger gedauert als... Wo? Na, neben Luca. Stimmt. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Ich frage mich, ob sie schon alle schlafen. Es wird bald Tag. Wir sollten leise hineingehen und versuchen, niemanden zu wecken. Ja, sowas gehört auch immer dazu. Wie wenn man am Anfang eines Satzes den Namen von jemandem sagt. Oder nur Luke. Den Namen. Luke! Und dann so bedeutungsschwanger gucken dabei. Ja, genau. Und genau so. In Animes ist dann auch das, wo dann immer dieses Schimmern in den Augen erscheint. Ganz genau. Nein, und genau so eine Gepflogenheit ist halt auch, dass Tiere, auch wenn sie gar nichts zu sagen haben, einfach mal Miau machen. Auch wenn es Hunde sind. Dass sie da sind. Was? Ja, genau. Oder Vögel. Miau. Aber wie ich aber gerade erfahren habe, bringst du ja auch Katzen zum Bellen. Ja. Das waren übrigens noch nicht alle, die ich hatte von den Liedern. Ah, also in dieser voll vertextet Playlist ist weniger als tatsächlich da ist. Hm. Dann musst du mal hochladen. Ein Rest, ja, das andere, das habe ich bisher in einem Let's Play mit drin. Ah, okay. Und naja, gut, dort klingt es vielleicht auch an manchen Stellen nicht ganz so toll, weil da muss ich gleichzeitig auch noch spielen.
So, Becky. Wer spricht denn Becky nochmal? Ich hab keine Ahnung. Aber ich glaube, so war das. Na gut. Wohin um alles in der Welt könnten diese beiden bloß gegangen sein? Nach allem, was schon passiert ist, könnte man meinen, sie wüssten es besser, als nachts draußen herumzuwandern. Es wird schon hell. Langsam mache ich mir Sorgen, dass sie einer Hexe über den Weg gelaufen sind. Ich schlage vor, wir suchen gemeinsam nach ihnen, falls sie nicht bald zurückkommen. Ich frage mich, woher sie nach einem derartigen Prozess die Energie nehmen. Achtung, Achtung! Aber stimmt, du hattest recht. Die Katze kam, sah und miaute. Oh, Nora, wo hast du denn nur gesteckt? Oh, ich dachte jetzt, die erschreckt sich so. Was? Jemand ist in den Brunnen gefallen? Naja, weil die Katze miaut hat. Und wieso soll da jemand in den Brunnen fallen? Ach so, ja, jetzt hab ich's. Ja. Ich meine, bei Luke würde ich's verstehen, der versteht die Tiere, aber... Stimmt. Bei anderen... Die können kein tierisch. Aber die können tierisch... die können manchmal tierisch gut. apropos, ja, Emmy fehlt. Ja, schade. War die dabei? Ich glaube nicht, oder? Ah, weißt du was? Maya ist ein Medium. Sie könnte ja versehentlich von Emmy gerade besessen sein. Ah, guten Morgen zusammen. Was meinst du mit guten Morgen? Nein, was war... War das Nordmann? Ich weiß nicht mehr, was in Anführungsstrichen war. Also ich glaube, das in Rot geschriebene, das war auch mal zeitweise, wie hieß sie noch gleich? Dominika. Dominika. Guten Morgen! was meinst du mit guten Morgen? Vor allem, so wie du es gesagt hast. Wo wart ihr zwei die ganze Zeit? Entschuldigung. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so lange dauern würde. Armer Luke. Aber Herr Professor. Mein Fuß hat danach ganz schön wehgetan. Oh Mann, hier wird's gerade dunkel. Es ziehen dunkle Wolken auf. Jetzt bin ich schon wieder etwas überbelichtet. Aber lieber überbelichtet als unterbelichtet, ne? Das kaschiert ganz gut, ja. Haha. Ich hätte erwartet, dass du es besser weißt, Luke. Was habt ihr so spät noch draußen gemacht? Na, wie ich gesagt habe. Ach nein. Mein Schuh. Genau. Tut mir leid, Professor. Wir haben nach Nora gesucht. Und nur nach Nora gesucht. Das ist auch immer schön, so diese Fragen zu wiederholen. Ihr habt nach Nora gesucht? Ja, wir haben nach Nora gesucht. Ihr habt also wirklich nach Nora gesucht? Ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Habt ihr dabei auch nach Nora gesucht? Nein, deswegen hat's auch etwas länger gedauert. Ihr wart also beide... Becky. Ihr habt's euch also beide... Ihr wart also beide besorgt, weil Nora verschwunden war. Ja, wir haben es uns bei... weil Nora verschwunden war. Und nicht zurück. Naja, wenn Sophie nach... Okay. Naja, wenn Sophie nach Hause kommt, will sie doch... Achso! Wenn Sophie nach Hause kommt, will sie Nora doch sicher sehen. Oder nicht? Schließlich ist sie wie ein Familienmitglied. Ein Familienmitglied. Das macht keinen Sinn. Nein. Das ist sehr umsichtig von euch. Vielen Dank. Aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr nicht noch einmal so spät abends draußen herumlauft. Das ist einfach zu gefährlich. Denkt nur an all die Hexen. Genau. Morgana, Hexana, Vegana.
Denk mal an all die Hexen, die dabei umkommen könnten. Versprochen, ne? Tut mir leid, Chefin. Ich war ein böses Mädchen. Mir tut es auch leid. Oh je, es ist schon beinahe Morgen. Warum geht ihr beiden euch nicht waschen? Ich habe schon Frühstück gemacht. Beeilt euch. Jawohl, Chefin. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich richtigen Kohldampf. Du auch, Luke. Ja, jetzt, da Sie es erwähnen, ich bin auf jeden Fall bereit fürs Frühstück. Und eine Zigarette. Danach. Also nach dem Frühstück.